Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu PokerMMO. Frage Nummer 1. Wem fällt der Unterschied zum Ende der letzten Folge auf? Ich bin gespannt, wer sie geguckt hat. So, jetzt. Wir sind auf Route 4 immer noch in Einall. Ja, genau. Und wollten hier auf dem Weg nach links gehen. Aber vorher gehe ich aber nach rechts, weil ich so ein böser Bub bin. Weil hier liegt ein Item. Ach nee, da wär's mal kämpfen. Okay. Erstmal kämpfen. Der Spaß einer Weltreise besteht darin, mit allerlei Pokémon aus verschiedenen Gegenden heiße Kämpfe auszutragen. Was ich mich gerade so frage, die reisen hier alle durch die Gegend. Die erleben alles. Woher nehmen die das Geld? Und sag jetzt nicht aus Pokémon-Kämpfen, weil irgendwo muss ja das Geld von den Trainern herkommen, die verloren haben. Na, es gibt ja immer einen gewissen Anteil vom, vom Geld des Typen als Preisgeld. Hm. Und die 10% gibt er halt uns ab, sag ich mal, und den Rest, den hat er halt als Kapital, wenn man so will. Oh, du bist Weltklasse. Ist ein Trank, by the way. Habe ich meine Pokémon dabei, kann ich überall auf der Welt gegen Trainer kämpfen. Und die Welt ist groß. Oh ja, ich kann es kaum noch erwarten. Oh ja. Oh ja. So. Na dann, so, ab nach links. Rein? Na klar. Gut. Brrr, der Bau ist zwar im vollen Gange, aber für einen Pokémon habe ich immer Zeit. Ein Drrr. Ist das ein Piratenbauarbeiter oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Drrr. Okay. Oh, mein Hals tut weh. What the fuck? Oh, es tat gerade richtig weh im Hals. Bin sowieso leicht angeschlagen. Keine Ahnung warum. Das hat richtig schön am Gaumen weh getan. Ah, dieses Vegeta gefällt mir echt irgendwie. Das ist cool. Ja. Hört doch gerade ordentlich auf hier. Oh, Robustheit. Wir alle lieben diese Fähigkeit, nicht? Und dafür trifft dieser scheiß Steinwurf 5-mal. Oder Felswurf oder was auch immer. Planlos durch ein All. Mit Daniel. Drrr, drrr. Irgendwas mit Schaufler und Grab. Komm her, du Sack! Es redet nicht mit mir. Nee, es redet nicht mit mir. Dann nicht. Da sagt sie auch, nee, ich bin ein Arbeiter. Schwerstarbeit und Kämpfe sind für mich ein Klacks. Wie ist nochmal das Klacks-Pokémon? Klicke die Klacke die Klacks? Klick die Klack. Klick die Klack, genau. Ein Klick die Klacks. Wäre geil, wenn er das Viech hätte. Nee, hat er nicht. Ja, dieses Arbeiter-Pokémon, das jeder hat. Hm. Mainstream. Das war aber jetzt alles andere als ein Klacks. Und du redest auch nicht mit mir, dann lass es halt. Guck mal, hier geht's noch runter. Hier ist ein Haus. Haus. Lass uns ins Haus stürmen. Haus, ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein Meister in Löcherschaufeln. Daher möchte ich, dass du diese TM annimmst, denn sie enthält Schaufler. Woo! Setze Schaufler in Höhlen ein, gelangst du nun wieder zurück zum Eingang. Na, hier ist das. Spitzenmäßig, oder? Nun geh und buddle nach Herzenslust. Oh, ist aber lieb. Sandstürme können ein Übel zusetzen, aber es scheint, dass Pokémon von Typ Gestein, Boden und Stahl im Sandsturm keinen Schaden nehmen. Captain Obvious. Und du? Oh. Eine Ruine, versunken im Wüstensand. Das hat schon was Romantisches, oder? Ja. Bleib mal genau an der Stelle stehen. Ist eine Straße. Wunderschön, nicht? Ja. Eine Straße von Namen. Wunderbar. Oh, warte mal. Hier wird es bestimmt andere Pokémon geben. Wirklich? Weiß ich nicht. Mal gucken, ich kämpfe mal gegen eins. Ein Flambiam, okay. Das ist mir dazu. War da ist, ja. Härchen? Wir wollen gar nicht kämpfen. What the fuck? Ich werde die alten Ruinen besichtigen, aber dafür braucht man schon Mut. Die Wüste ist nämlich so groß, dass man sich leicht verläuft. Und zu einem Überfall lauern noch eine Menge wilde Pokémon auf einen. Bist aber schon weit gekommen.
Kürzlich erst wurde eine neue Eingang zur Ruine entdeckt. Offenbar muss man lediglich das Tor durchschreiten, anschließend schnurstracks geradeaus gehen. Ja, geht's irgendwo unten runter? Nö. Irgendwas, was hier ist. Ein Flampion. Oh, ich krieg kein einziges. Egal, Flampion. Ist uninteressant. Wüstenresort. Ich bin entkommen. Hast du was Schönes? Der Höhepunkt einer jeden Besichtigung des Wüstenresorts ist der alte Palast. In der Schule habe ich neulich etwas ganz Tolles gelernt, das ich dir verraten will. Ähnlich wie in Höhlen kommt es auch in der Wüste immer wieder vor, dass dich von allen Seiten wilde Pokémon angreifen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Du kannst den Kämpfen nämlich ganz einfach aus dem Weg gehen, indem du dich auf Sandflächen mit heller Färbung fortbewegst. Ach nee. Oh. Ich bin Doktor, aber vor allem Trainer. Herzlich willkommen, Doktor Trainer. Oh, ein Ohr doch. Oh, shit. Was heißt hier, oh shit? Lichtschild. Also ich kämpfe gerade gegen das, was du gerade nicht kämpfst. Achso. Der zweite. Monocyto. Das hat gerade Lichtschild eingesetzt. Das ist doof. Wenn ich einen Trainer sehe, musst du langsamer reden, mein Doktor. Also dann, ich will dein Pokémon-Team wieder fit machen. Oh, das ist aber lieb. Erst kämpfen, dann fit machen. Das Wüstenresort ist ein rauer Ort. Hast du auch genug Heilmittel dabei? Fucking really? Super Trank. Ich bin von weit hergekommen, um mich hier im Wüstenresort etwas abzuhärten. Aber all diese Bodentypen-Pokémon bringen mich am Rand der Verzweiflung. Oh, ein Kaktus. Lichtschild lässt nach, na endlich. Los, Puckball, flieg und fang den Kaktus. Hey! Ich bin Besitzer eines Kaktuses. Ah. Verarschen. Patty, man kriegt jetzt auch Erfahrungspunkte, wenn man ein Pokémon gefangen hat. Eins habe ich aus meinen Reisen gelernt. Pokémon sind ein sehr gutes Mittel, um sich mit anderen Leuten zu verständigen. Da. Meine Fresse. Da kann ich nach. Vielen Dank. Was nochmal eigentlich? Ja, heilt immer, ja. Ja, heilt immer. Okay, sehr schön. Wunderschön. Du bist mir sympathisch, Junge. Hm? So, jetzt du. Oh, wie geschieht das gleich Level 31? Ist 28 jetzt. Schon gut, ich habe schon verstanden. Du redest viel zu schnell, du Arschloch. Eins habe ich aus meinen Reisen gelernt. Reisen können Menschen verändern. Fürchte dich nicht vor Veränderungen. Ich fürchte mich aber vor Flampion. Dieses Viech nervt. Na komm, ich will mal eine kurze Heilungstour machen, wenn du schon mal da bist. So, dann gucken wir mal, was wir auf der anderen Seite haben. Oh, ein Garnovil.
für den ganzen Tag dauern, wenn wir es weitermachen. Ich Psystrahl eher Ruheort. Hier sind überall Träne. Psystrahl zieht nicht genug ab, um ihn zu one-hitten. Ach. Also erst Hypnose, machen wir es so. Also so viele verschiedene Pokémon scheint es ja nicht zu geben. Ich habe bisher Flampion, Garnovil und diesen komischen Kaktus, Makaramba oder wie das Viech auch mal hieß, gesehen. Garnovil gefangen? Oh, ein Schattenglas, okay. Jetzt haben wir's. Du siehst fröhlich aus, weil du mit deinem Pokémon zusammen bist. Yay! I'm so happy. Ein Denn Kopfstoß. Guck mal da. Hä? Guck mal da. Ja. Das ist ja einer der bescheuertsten Namen, finde ich. Ja. Guck mal Namen dieser Edition. Ja, es ist schön zu sehen, dass du wieder so schnell... Das ist zum Kotzen, ey. Wenn ich mich abends einsam fühle, lege ich mich zu meinem Pokémon, sehe mir das Funkeln der Sterne an und suche nach Sternschnuppen. So bringe ich Harmonie in meinem Leben. Was bist du für eine? Du bist die erste Person, die sich die Mühe macht, mich anzusprechen. Ich bin richtig gerührt. Bitteschön, das ist für dich. What? Pudersand? Wir sind in der fucking Wüste, was will ich mit Pudersand? Gibst du verkaufe Sand in der Wüste. Macht Sinn, ne? So ungefähr. Gibst du einem Pokémon Pudersand zum Tragen, steigert sich die Bodenattacken. Ja, schön für dich. What the fuck, was ist denn hier los? Anscheinend eine Pokémon-Statue aus längst vergangenen Zeiten. Ich habe den Eingang der Ruinen gefunden. Und ein Tafelwasser. Komm, kämpf mit mir. Dank meiner Psychokräfte habe ich sofort erkannt, dass du ein Trainer bist. Die 6 Pokebälle an meinem Gürtel weisen vielleicht nicht drauf hin, ne? Was ist denn das für ein Vieh? Molly Morba? Sieht da mehr als seltsam aus. Meine Psychokräfte haben mir geflüstert, dass ich verlieren werde, genau. Sand häuft sich in der Wüste an und Gefühle stauen sich in mir an. Mit telepathischen Fähigkeiten könnte ich dir zeigen, wie tief es in mir aussieht. Aber toll wäre das nicht, du würdest dir einen Unrat in meinem Kopf zu sehen bekommen. Aber weißt du, was du für dreckige Gedanken hast? Ob ich reise oder nicht, ich bin immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen. Ein Makaramba. Ach, Marakamba. So rum. Ist das dieses Mumienviech? Nee, das ist ein Kaktus. Oder? Ach so, okay. Oh, so komischen Namen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Oh, ist ja süß. Los, Flampion, mach es fertig. Feuerschlag. Toll. Schreckt zurück und kann nicht angreifen. Toll, jetzt kann ich angreifen, schreckt nicht zurück, aber verfehle. Hallo. Ist es denn so schwer, so einen beschissenen Kaktus zu treffen? Danke. Hätte. Siehst du? Nein, sehe ich nicht. Die Welt ist voller Mysterium, deshalb spitze ich meine Ohren und analysiere jede Lage mit scharfem Blick. Denkt man dann intensiv gegenüber alles nach, macht man neue Entdeckungen. Ja, schön. I've got a super Trank. Ich gehe mal kurz zum Onkel Doktor.
So. Dann treffen wir uns oben am Eingang. Der Rest ja schon durchsucht? Ja. Wollen wir nach links gehen dann? Ja, hier ist noch ein Trainer, deswegen. Schwarzer. Sieht am Psychotyp aus wieder. Wo bist du? Ach, da bist du. Oh, hier ist ja noch ein Turm. Naja, ein großes seines Gebiet hier. Gleich wirst du Zeuge der unglaublichen Fähigkeiten meiner Pokémon. Quint, Makabaya. Das Nebulak aus Einal. Ja. Ich glaube, das Viech nehme ich auch auf dem Team. Makabaya ist irgendwie cool, oder? Also, wenn wir es mal finden. Gucken, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht so recht, wie man die Fähigkeiten richtig einsetzt. Alter, nicht mal mit Durchrushen kriegt man den Text gelesen. Wenn die Fähigkeit eines Pokémons zu Mumie wird, geht seine vorherige Fähigkeit dabei verloren. Irgendwie gemein, oder? Ein bisschen vielleicht. Mama, kann man strategisch sehr gut einsetzen. Pokédex, Makabaya, da. Fundorte, Einal, alter Palast. Also ist dieses Viech hier zu finden, demzufolge. Mondschein hat eine Animation bekommen, Ladies and Gentlemen. Ah, das weiß ich ganz genau, dass da vorher noch keiner da war. Hier ist der alte Palast gleich. Und da ist ein Makabaya. Und es ist männlich. Oh, und es überlebt. Ladies and Gentlemen, schaffen wir es diese Folge noch, ein Makabaya zu fangen? Dann fahrt ihr in der nächsten Folge. Katz. Das müsste jetzt kommen, als Abschluss gesehen. Nein, wir haben es gefangen. Okay. Und Vichita erreicht Level 29. Vichita. So. Vichita. Das Viech heißt Vegichita. Vegichita. Duschita. Hier liegt noch eine Herzschuppe rum. Bist du? Ach da. Hier. So, kommst du hier auf den Hügel? Oder hier so mit Blick? So schön zu Ende? Herzschuppe. Nice. Bis nochmal zu dem Onkel Doktor. Aber. Können wir eine Pause machen? Genau. So, Leute, es ist soweit. Folge ist zu Ende. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schaltet wieder ein. Nein, können wir leider nicht. Aber kannst gerne Kopfsprung versuchen. Die Steine da unten laden sehr ein. Das ist eine Art Ausblick. Ja, ne? Ein bisschen. Schaltet wieder ein aus der nächsten Sicht, aus Pattys Sicht. Ich kann wieder nicht abmoderieren. Tschüss, Ende aus. Bye, bye. Ciao.